Ich gehe ungern ins Kino mittlerweile, ne? Weil ich manchmal nicht sicher bin, kommt da jetzt politischer Kommentar? Ja, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich krieg so eine kurze Ahnung, okay, jetzt kommt dieser Comment und dann kommt er und das versaut für mich halt einfach den Film. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also es bewegt mich dazu, aufzustehen und rauszugehen. Deswegen bin ich so selten ins Kino gegangen. Mittlerweile gehe ich aber gerne ins Kino, wenn ich die Vermutung habe, ich werde die ganze Zeit mit politischen Kommentaren zugeschnitten, weil dann hat das wieder für mich ein Entertainment-Value. So wie bei Oscars Kleid damals. Der braucht immer so lange. Oscar! Papa? Was, Bruder? Ja, es darf nicht subtil sein. Ne? Man darf sich nicht so subtil bearbeitet fühlen, sondern es muss halt on the nose sein. Dann ist es lustig. Ja. Für mich ist Kino immer so eine Art Erlebnis gewesen. Also es ist nicht so etwas, was ich immer mache. Deswegen ist es vielleicht immer so etwas Besonderes. Dann wird sich immer Nachos gegönnt, ist ja klar. Also, was holt ihr euch immer? Boah, Popcorn süß tatsächlich. Excuse me, what the... Ja. Schlomo, bitte. Ich kann mit beidem leben, also manchmal Nachos. Ich finde, die Nachos sind eigentlich noch überteuerter als das Popcorn, weil du kriegst irgendwie so eine kleine Packung oder kleine Schale da mit Nachos und die kostet dann, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Ja. 5 Euro Popcorn ist schon ordentlich Popcorn, aber ich kann mit beidem leben. Ey, das war gerade so dieser richtige Leroy Matata No Homo Moment, wo der eine das so gesagt hatte, hey, no homo. Und Leroy so... No homo. Ja, nee, da. No homo, Digga. Ja, aber. No homo. Wir sind da entspannt, Digga. Wir sind da entspannt. Wir sind Nachos. Nachos? Oh mein Gott, dieser Leroy-Moment. No homo. Nein, jetzt echt no homo, Alter. Nee, was wollte ich sagen? Ja, für mich ist das immer ein Event. Ich ziehe die Nachos auch immer schon während der Werbung weg, weil ich will nicht während des Films nach unten gucken. Oder weil ich gucke dann zur Leinwand und dann ist es mir schon mal passiert, dass ich dann anstatt in die Nachos in die Salsa-Soße gegriffen habe. Noni! Ja, wo willst du es dann abputzen, weißt du? Und du willst auch nicht deine Hände ablecken, weil du hast damit schon alles angepackt. Du musst das an den Nachos abputzen. Ja, aber... Also, ich... Vor allem, wen interessiert's? Ich meine, im Kino bist du doch einfach ein Schwein. Alle fressen da wie ein Schwein. Ich würde einfach, mach's Hände frei. Geh einfach mit deinem Gesicht rein. So würde ich es auch mal. Also, ich hab eine Reise gemacht, Alter. Ich bin jetzt halt wieder beim Popcorn gelandet. Nachos, okay, Boosty, ich fühl dich ja. Aber ich hab mir mal so Nuggets bestellt im Kino. Da stand irgendwie so... Ja, ja. Nuggets? Ja, ja, sowas, ja. Da stand so 8 Euro Nuggets Box. Und ich dachte mir so, oh. Oh, Maschallah, Digga. Oh. Alter, da bestelle ich mir die, Alter. Da machst du diese verdammte Box auf. Und da liegen da so 5 Nuggets drin. Junge, das ist frech. Und die sind halt so scheiße gewesen, Alter. Also diese Dino-Nuggets, die du im Backofen machen kannst, die waren geiler. Das ist das Problem, wenn du keine Popcorns bestellst. Beim Popcorn siehst du auch direkt, wie viel das ist. Ja. Und wenn du für 8 Euro Popcorn dir holst, dann hast du quasi den ganzen Film Popcorn. Das ist ja der Vorteil. Ey, ich muss auch sagen, wenn du dir große Nachos holst, anstatt eine kleine Packung Nachos, hast du einfach nur 2 Pöttchen Soße. Du hast marginal mehr Nachos drin, du hast einfach mehr Soße. Du kriegst sie eh nicht weg, Mann. Es ist ein Skandal. Kino lohnt sich eigentlich. Ja, der Film ist ja günstiger als das Essen, ne? Also ich glaube, sonst machen die auch gar keinen Gewinn mehr. Ich weiß nicht, wie teuer Barbie war. Ich glaube, höchstens ein 10er oder so. Und mit dem Essen holen die sich die Kohle rein. Ja, ja, fürs Essen habe ich 12 ausgegeben oder so. Also es ist dreist. Barbie, Leute. Also